Hast du gewusst, dass es einen Wasserpark auf Bali gibt? Der Waterboom mit über 11 Rutschen. Lohnt sich es da reinzugehen? Hi, willkommen, ich bin der Max, 29 und hatte richtig, richtig Spaß bei diesem Wasserpark. Möchte euch den heute vorstellen, die einzelnen Rutschen, ein paar Hacks, die ich euch auf jeden Fall mitgeben kann und werde euch einfach mal kurz über meine Erfahrungen im Wasserpark erzählen und euch einfach meine Eindrücke zeigen. Der Wasserpark Waterboom in Bali liegt in der Nähe vom Flughafen und zwar in Kuta. Die Anbindung ist eigentlich super easy, es gibt auch vorne dort Parkplätze und der Eintritt kostet für den Erwachsenen in der Regel 535.000 indonesische Rupiah. Wieso sage ich in der Regel? Hier kommt nämlich schon mein erster Tipp, ihr könnt das Ganze auch online buchen, da kriegt ihr nämlich 15% Rabatt auf den Eintrittspreis. Da zahlt ihr nämlich statt 32 Euro nur noch 27 Euro für den Erwachsenenpreis. Die Tickets könnt ihr an dem Tag entweder von eurem Hotel aus schon buchen, bevor ihr hinfahrt, oder, so haben es nämlich wir gemacht, wir sind einfach mal von der Kasse ein bisschen links an die Seite, da ist so ein kleiner Wartebereich und da haben wir da mit dem Handy schnell die Tickets gebucht und haben uns da nochmal 5 Euro pro Person gespart. Der Park ist praktisch bargeldlos, das heißt, ihr kriegt so ein Bändchen mit so einem Chip dort und da könnt ihr praktisch euer Geld draufladen, das ihr zum Beispiel für Essen oder Getränke ausgeben wollt. Da könnt ihr euch am Anfang schon was draufladen lassen, aber auch im Park gibt es da Aufladestationen, wo ihr dann nochmal was draufladen könnt. Wenn ihr das Bändchen am Ende wieder abgebt, kriegt ihr auch natürlich das restliche Geld wieder raus, also ihr müsst es nicht komplett verbrauchen. Wenn ihr in den Park reinkommt, habt ihr hier auch gleich mal so eine Tafel, so einen Überblick, was es alles gibt. Keine Sorge, ich blende euch natürlich auch nachher noch die einzelnen Rutschen ein, aber so sieht der Park mal auch im Überblick aus. Auch wieder ein kleiner Tipp, wir haben das gemacht an einem Tag, wo es nicht ganz so sonnig war und eher so ein bisschen regnerisch, weil nass wird man natürlich eh und da lohnt sich wahrscheinlich Strand gehen nicht so. Aber für einen Wasserpark war es natürlich perfekt, weil man die ganze Zeit trotzdem irgendwie draußen ist und die Sonne nicht ganz so runterknallt und man hat immer wieder Action. Von dem her, so ein Regentag in Bali, wenn man da nicht weiß, was man machen soll, schaut euch mal die Rutschen an. Insgesamt hat der Park 11 verschiedene Rutschen, die wir jetzt gleich noch durchgehen. Den Lazy River, wo man einfach in so einem Schwimmring sitzt und sich von der Strömung treiben lassen kann. Auch das ist sehr, sehr cool. Ein, zwei Rutschen für kleine Kinder und einen größeren Poolbereich, wo zum Beispiel auch so ein Beachvolleyballfeld im Wasser steht praktisch und auch so eine Poolbar. Für Kinder gibt es natürlich auch so einen großen Wasserspielplatz, wo die sich austoben können und natürlich im Park verteilt, ich glaube, so 3-4 verschiedene Restaurants oder Foodstationen. Insgesamt muss ich sagen, war der Park wirklich super sauber, also das ist mir wirklich aufgefallen, auch die Toiletten, die sanitären Anlagen wirklich tipptopp, da kann man gar nichts sagen, also das ist besser teilweise wie in Deutschland. Ich habe das Gefühl, nach jedem Mal, wo jemand auf dem Klo war und irgendwie dann nass reingepatscht ist, ist jemand hinterher und hat danach alles wieder trocken gewischt, wo man wieder raus ist. Es gibt auch First-Aid-Stationen, falls man sowas mal braucht, auch das. Es ist natürlich alles auf eigene Gefahr, was man macht, aber die haben First-Aid-Stationen. Ich habe mal ein Pflaster gebraucht hier hinten, weil ich mir was aufgerüpselt habe. Also ihr seht, ich habe wirklich so gut wie alles getestet in dem Park. Von den 11 Rutschen sind übrigens 3 Moderate und 8 Extreme. Also es gibt wirklich fast nur extreme Rutschen, aber das ist das Coole daran. Also man kann sich da wirklich komplett austoben und komplett Adrenalin bekommen. Ich zeige euch mal schnell meine Top 3. Das war einmal die Climax und ihr seht, wie steil es da runter geht. Und zwar steht man da nämlich oben auf so einem Plateau drauf und irgendwann zählt es runter und dann wird die Luke geöffnet und du fällst einfach im freien Fall runter, machst dann noch so ein Looping und schießt praktisch am Ende wieder raus. Es ist super kurz und mir blieb da wirklich das Herz stehen, aber es war richtig, richtig genial. Also definitiv kostet es Überwindung, da reinzugehen, aber es war der Hammer. Also es ist alles so schnell vorbei und man denkt sich nur so, was ist gerade passiert? Mir ist auch so richtig irgendwann die Luft weggeblieben und mein Schrei ist so oben geblieben, aber es war genial. Also die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also ich bin das schon so jemand, der das natürlich machen würde. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch machen würdet. Eine Rutsche, die ich auch extrem cool fand, war die Boomerang. Da kann man entweder alleine oder zu zweit rein und die geht am Anfang erstmal ganz moderat und irgendwann schießt man dann so runter und schießt so voll nach oben wieder. Und oh, ich hatte so Schiss, dass es uns über diese Bande haut. Also es gibt da auch übrigens manchmal so maximale Kiloanzahlen. Also ich glaube, bei dem war es so 180 Kilo zu zweit. Also muss man schon auch ein bisschen aufpassen. Je schwerer man ist, desto heftiger haut es einen halt nach oben. Ach, das war auch, wir hatten da so viel Spaß in dem Park, ich sag's euch, mit diesen Rutschen.
Richtig, richtig gut. Auch eine Rutsche, die ich extrem cool fand, war die Double Twist. Da gibt es nämlich einmal links eine, die ist zu, und einmal rechts eine, die ist offen. Und ich muss sagen, ich glaube, die Zune, da ist man immer ein bisschen schneller. Bei einer war man immer so ein bisschen schneller, aber man kann halt auch gleichzeitig mit Freunden so gegeneinander rutschen und schauen, wer schneller ist. Also das hat auch richtiger Spaß mit dabei. Und die fand ich auch extrem cool. Ich glaube, die Zune hat mir ein bisschen besser gefallen. Weitere Rutschen, wo man gegeneinander rutschen kann, sind die Twin Racers. Auch da hat man so eine Matte und muss dann Kopf voraus so einmal runterrutschen. Auch das war schon echt cool. Also muss ich wirklich sagen, diese 11 Rutschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Man musste bei uns auch nicht so lange anstehen. Also es ist nicht so überfüllt. Vor allem die Familien, die mit kleinen Kindern eben da sind, die sind halt eher in diesen Kinderbereichen oder eben am Pool. Und dann gibt es halt noch viele Jugendliche oder halt so Leute, so Touris praktisch. Aber auch nicht viel, weil auf Bali, das hört man eigentlich nicht so oft, dass man da reingehen kann. Also ich zeige euch mal noch ein paar Ausschnitte von verschiedenen Rutschen und schreibe euch auch noch immer mit dazu, was es war. Also ich muss sagen, ich hatte da echt einen mega Spaßtag. Auch die Python war ganz cool und die Viper. Oder zum Beispiel die Pipeline, die war rechts von dem Climax, auch das war eine coole Rutsche. Und man hat auch zwischendurch immer einen ganz coolen Ausblick einfach über den Park. Man sieht auch, da werden neue Sachen gebaut, also der wird noch größer. Die setzen sich auch so ein bisschen ein so für Sustainability, dass nicht zu viel Wasser verschwendet wird. Auch das fand ich ganz cool, das Konzept. Und außerdem noch ein Tipp für eure Badehosen. Wenn ihr hinten zum Beispiel an der Badehose so an der Tasche so einen kleinen Metallring habt oder so und ihr habt eine Badehose, wo das nicht ist, dann zieht die Badehose an, wo das nicht ist, weil bei manchen Rutschen könnt ihr sonst mit denen nicht rutschen, beziehungsweise müsst ihr dann so komplett umdrehen, also so von innen nach außen, dass dieser Metallring da nicht an der Rutsche kratzt oder so. Also falls ihr da eine zweite Option von der Badehose habt, dann nehmt auf jeden Fall die. Und allgemein, die Anlage ist wirklich schön hergerichtet mit viel irgendwie Liebe zum Detail. Es ist wirklich, wirklich sauber. Auch die Restaurants haben teilweise so ein kleines Konzept. Auch das Essen, das war in Ordnung. Natürlich für einen Wasserpark ein bisschen hochpreisiger. Und jetzt nichts krass Besonderes, um ehrlich zu sein, aber für einen kleinen Snack so zwischendurch auf jeden Fall in Ordnung. Und ja, wir waren da so in so einem Reggae-Café, so ein bisschen im Shark Shack, glaube ich. Und auch zum Beispiel, wenn man so ein bisschen rumläuft von der einen zur anderen Rutsche oder in die eine oder andere Gegend, das ist echt immer cool. Man kommt immer an diesem Lazy River vorbei, geht da teilweise über Brücken. Und ja doch, muss man schon sagen, also der Park ist richtig, richtig schön angelegt. Ich hoffe, euch haben die Tipps wieder gefallen. Allein für den Spartipp könnt ihr ja mal einen Daumen nach oben geben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr den Climax rutschen würdet. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao. Я тебя не попал.